Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal. Wir sind gerade hier durchgekommen, glaube ich, ja? Und wo müssen wir... Oh, das ist ja eigentlich relativ easy gerade. Ladedaten. Ich finde, wir kommen relativ gut voran. Sind nur ein paar Mal zerquetscht, zermalmt, ein paar Hassen nicht gesehen worden. Aber das war eigentlich im letzten Part. Da hoch. So, hier hin. Ich kann nicht mehr raus. Funktioniert.
Super. Oh, das sieht so gruselig aus. Ah, das ist ganz oben in diesem Raum, okay. Das sieht so aus, als ob es gleich runterfällt. Ich will nicht. Komme ich da ganz oben auch noch hin? Das sieht nicht so aus. Das sieht auch nicht so aus, als ob es irgendwo hinführt. Und eine Tür. Sie ist offen. Okay, da ist eine Zahlendingens. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Was haben wir denn hier? What is Black Mesa? Ja, wieder zu schnell. Whatever. Whatever. Hässliche PowerPoint. Oh, fuck. Was ist das für ein komischer Kasten? Okay. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ja. Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Weg. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Tschüss. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Da sind ja Zahlen drauf. Hey, sieh dir das an. Nein, das andere. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Riecht es hier angebracht? Ich würde mir vergleichen mit deinen kleinen Freunden wie du mit meinen. Oh, sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihn. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben, eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz.
Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Ja, hallo. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal... Ach, wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass immer noch dass ich meine Freundin stehe oder stehe. Ich bin nicht rum. Nein, was? Nein! Nein! Was? Lass mich runter! Was passiert hier? Okay. Thank you for assuming the putty air current submission position. Kann mich nicht wieder weg. Was? Nein, nein, was ist los? Was zum? Was ist das? Haben wir es geschafft? Und der Begleiter-Kubus ist da. Oh. Kuchen. Gar nicht gruselig. Hey, nein! Okay. Aber wo ist mein Kuchen? This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me.
her to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Sehr schönes Lied. Ah, da ist ja doch der Kuchen und das süße kleine Radio, was wir. Haben wir das am Anfang versucht, durch die Gegend zu werfen? Ich denke, ich glaube wohl. Ein Telefon und Kuchen. Kuchen. Ja, wir haben es geschafft. Portal ist zu Ende. Ja, dafür, dass wir stecken geblieben sind in der Kammer 18, lief es dann doch ganz gut. Wir sind nur ein paar Mal gestorben, aber wenigstens auf grauenvollste Art und Weise. Ich hätte gedacht, dass wir in dem Feuer öfter sterben, wo mein Skill ja so hoch ist. Ich hätte gedacht, dass ich ein paar Mal neben das Portal springe. Wo geht's jetzt hin? Komm mal. Oh, zu gleicher Kugel. Oh. No. Außerdem, wir brauchen eh nicht mehr Freunde. Der Begleiterkubus reicht. Das ist. Man braucht nicht viele Freunde. Man braucht nur gute Freunde. Und der Begleiterkubus ist unser bester Freund. Ja, gelabert. Das war auf jeden Fall Porte. Und, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin, auf Wiedersehen.